Женово, вие сте просто най-добрите. Ama bizim kendi sigortamız, yol yardım sigortamız, buyurun. Getirdi bizi bu sifiri karanlıkta, sanki dağ başı gibi bir yere bıraktı gittiler arkadaşlar. İzin yolu ekibi sağ olsun, acil yardımcı oldular. İzin yolu grubundaki adminlere çok teşekkür ederim. İzin yolunu aradım. İzin yolu ekibi yardımımıza koştu ve hemen hafta sonu olmasına rağmen araca çektiler. İzin yolu iletişime geçtik. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Bizi bir an olsun yalnız bırakmadılar. Tekerimiz patladı. İzin yolu arkadaşlara WhatsApp'tan ulaştım. Allah razı olsun. Geldiler burada tekerimizi söktüler. İzin yolu ailesine binlerce teşekkür ediyorum. Beni orada rezil olmaktan kurtardılar. Bizimle çok yakinen ilgilendiler, yönlendirdiler. İzin yolu ekibine çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize bu vakitte Macaristan'da, Sırbistan'a 20 kilometre kala yardımcı oldular. Bugün kötü bir kaza geçirdik ama izin yolu ekibi sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. İzin yolu adminlerinden hemen temasa geçtim. Onlardan da Allah razı olsun. Çekicisinden tamirhanesine, kalacağımız otele hepsi bir yardımcı oldular. Arabamız akü arızası verdi. Ve hemen izin yolundan arkadaşlarla iletişime geçtim. Минах през Сърбия, където по принцип не спирам нито до туалетна, нито на бензиностанция. Hallo, ihr alle, die unterwegs seid in Europa, vor allem Deutschland, Richtung Bulgarien, Türkei. Ich will euch ganz kurz erzählen, meine Geschichte vom letzten Wochenende. Mir ist was Schlimmes passiert. Zum Glück habe ich fast sofort Hilfe gekriegt von Leuten, die ich eigentlich nicht gewusst hätte, dass die da sind für uns alle, die wir unterwegs sind. Und zwar, ich bin am Sonntag letzte Wochenende Richtung Bulgarien losgefahren mit meinen zwei Kindern und irgendwann in Serbien war ich zu müde, um weiterzufahren und ich musste kurz an irgendeine Tankstelle, Parkplatz aufhalten und mich ein bisschen ausruhen. Ich wollte nur so eine halbe Stunde dort mich ausruhen. Auf keinen Fall schlafen und so, weil dort einfach gefährlich ist. Bin ich aber eingeschlafen, meine Kinder genauso. Und irgendwann bin ich wach geworden von lauten Geräuschen und vom gebrochenen Fenster. Irgendjemand hat meine Reifen gestochen, meine Fenster angeschlagen, also die Beifahrerseite Fenster wurde eingeschlagen und derjenige hat auch meine Tasche geklaut mit meinen ganzen Dokumenten, Geld, Ausweis, Bankkarten und so weiter. Also ich bin in Serbien ungefähr 100 Kilometer nach der Grenze auf einem Parkplatz mitten in der Nacht geblieben mit zwei Kindern, mit kaputtem Auto, ohne Ausweis, ohne Bankkarten, ohne Geld, ohne einfach nix. Und der Schock, die Panik, wusste ich nicht, was ich machen kann, habe ich einen guten Bekannten von mir in Deutschland angerufen und habe gefragt, ob er mir irgendwie Hilfe schicken kann, weil ich allein nicht klarkomme mit der Situation. Und er hat mich mit einer Gruppe in Verbindung gesetzt. Ich wusste es nicht, dass so eine Gruppe existiert. Soweit ich verstanden habe, wurde die Gruppe vom Türke
aufgebaut, sag mal so. Die sind da für die Leute, die genau wie ich unterwegs sind in Europa, um denen zu helfen, falls die Hilfe brauchen unterwegs. Und zwar, die haben mir sofort angerufen. Ich habe denen meinen Standort geschickt und die haben sofort rausgesucht, wer in meiner Nähe ist von ihrer Gruppe. Das war eine Junge aus Belgrad, der ist sofort gekommen, hat mich abgeschleppt, der hat mich nach Belgrad gebracht, mein Auto zu einer Autowerkstatt, mich im Hotel hat er gebracht mit meinen Kindern, hat das Hotel bezahlt, unterwegs hat er neue Reifen organisiert und natürlich die Werkstatt und. Der hat mich zum Hotel gebracht, hat bezahlt, hat mir Geld in der Hand gegeben, falls ich was brauche, damit ich mir kaufen kann, weil ich keinen Cent in der Tasche hatte. Und der hat mir gesagt, in 2, 3 Stunden wird dein Auto fahrbereit, wird hier vor die Türe geparkt, dann rufe ich dich an, und dann kannst du weiterfahren. Und das war so. Ich habe 2, 3 Stunden geschlafen mit dem Kind im Hotel. Die haben mich angerufen, mein Auto war schon fahrbereit vor die Türe, hat auf mich gewartet. Und ich dürfte weiterfahren nach Bulgarien. Diese Gruppe heißt Izinoo. Das ist eine Gruppe von Leuten, die wirklich hilfsbereit sind. Die sind für uns da, wenn wir unterwegs sind. Die kommen nicht mit der Frage zu dir, kannst du zahlen, hast du Geld? Nein, die kommen mit der Frage, wie geht es dir? Geht es dir gut? Was ist passiert? Mach dir keine Sorgen. Wir organisieren alles und wir bleiben mit dir im Kontakt, bis du zu Hause bist. Das machen die ja. Mir haben die geholfen. Ich kann schon sagen, die haben mich und meine Kinder gerettet, weil ich weiß nicht, wer könnte mir irgendwie helfen. Wie gesagt, ich habe keinen Cent in der Tasche gehabt und mir kostet nur eine Reifen 230 Euro. Wer wird mir einfach die Scheibe machen, die Reifen kaufen, die Werkstatt organisieren, Hotel zahlen, indem er weiß, ich habe keinen Cent in der Tasche? Wir haben das so ausgemacht, sobald ich zu Hause bin, ich werde ihnen das Geld überweisen. Und die haben mir einfach vertraut und alles gemacht, und zwar sofort und schnell, wirklich schnell. Die haben mir geholfen, die haben mir immer wieder gefragt, wie es mir geht, wie es meinen Kindern geht, ob wir was brauchen, ob wir Hunger haben und. Die haben sich um uns gekümmert, obwohl die uns überhaupt nicht kennen. Isinou hat uns gerettet und die haben unsere weitere Reise möglich gemacht. Die haben mich auch nicht weiter so geschickt. Die haben mir erstmal Geld in der Hand gegeben, damit ich genug habe bis nach Hause. Die sind mit mir in Verbindung geblieben, bis ich angekommen bin. Die haben mir immer wieder geschrieben, wie es mir geht, wie weit ich bin, bis nach Hause. Die haben mich nicht verlassen. Die haben mich nicht einfach abgeschleppt und zum Werkstatt gebracht. Die haben sich einfach um mich und meine Kinder gekümmert. Ich bin Isino dankbar. Ich werde ihnen nie vergessen, weil so wie die helfen, hilft heutzutage keiner. Kein ADAC, kein Abschleppdienst,
niemand. Die kommen und die helfen wirklich. Die kümmern sich einfach um alles. Vom Autoreparateur bis ob ich Kaffee brauche oder Essen brauche. Die kümmern sich einfach um alles. Sofort, schnell und ohne Aber. Und ohne, aber du hast kein Geld, ich kann dir nicht helfen. Gibt es nicht sowas. Die sind da, um uns zu helfen. Nochmal ein große, unendliche Danke an euch, Isinovo. Ihr seid einfach die Beste.